Künstler fragen Künstler. Heute kommt die Sendung aus der Geschäftsstelle des Paul Klinger Künstler Sozialwerks in München. Mein Name ist Ute Belting und als Geschäftsführerin des Vereins stelle ich heute die Fragen an Peter W. Strux, unseren zweiten Vorsitzenden. Seit März führt Peter Gespräche mit Mitgliedern des Vereins und mich interessiert ganz besonders, wie seine Zwischenbilanz aus diesen Gesprächen aussieht, welche Erfahrungen und Eindrücke er mit uns nach rund 70 Gesprächen und 40 Videos teilen kann. Peter, hier deine Fragen. 7 Fragen Zwischenbilanz. Welche Gedanken gehen dir durch den Kopf, wenn du an die vielen Interviews und Gespräche der Krisenzeit denkst? Die sind sehr, sehr vielfältig. So, ich habe einmal so im Kopf die ganzen Existenzängste, die zur Lähmung der vielen Kreativen in ihrem Kreativsein führen, bis hin zu, dass es auch erholsam sein kann und heilsam so eine Zwangspause. Das sind so diese beiden Dinge, die mir so einmal im Kopf sind. Aber das, was mir ganz besonders ja schon fast in meinem Kopf eingebrannt ist, ist die erste Meldung, die ich mitbekommen habe, nämlich die lautete: Um ehrlich zu sein, war ich noch nie so schnell arbeitslos wie seit eben, als freischaffender Musiker und als Trainer. Das trifft mich nun mit der vollen Härte und die darauf folgende Existenz, die weg ist, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Der Unterricht fällt aus und meine Konzerte sind ebenso bis auf Weiteres gestrichen. Mhm. Wenn ich das so mir immer wieder hochhole, dann denke ich oft an die Hoffnungen auf der einen Seite, die Künstlerinnen und Künstler mit der angekündigten unbürokratischen Soforthilfe haben, die dann aber auch gleichzeitig sofort in Hartz IV gelandet sind und zwischendurch auch den Rat bekommen, doch einen anständigen Beruf zu lernen. Also da kriege ich, was alles, einen dicken Hals und da kommen auch die Tränen. Und was mir auch so durch den Kopf geht, ist die viele ungewisse Zukunft für Theater, für die ganzen Spiel- und Aufführungsstätten. Keiner weiß, wann darf es wieder weitergehen und wie werden die überleben. Zweite Frage ergibt sich daraus ja so ein bisschen. Ne? Was macht die Krise mit den Künstlerinnen und Künstlern? Na, wie ich schon vorhin sagte, einige sind in absoluten Existenznöten und Ängsten, zumal auch jetzt gerade, das habe ich vorgestern noch erfahren, das Finanzamt Forderungen an Künstler und Künstlerinnen in horrender Größe sendet. So, die müssen für letztes Jahr irgendwas nachzahlen, wovon weiß keiner genau. Dann viele Produktionen, viele Auftritte, viele öffentliche Veranstaltungen, alles wird, oder auch Veröffentlichungen von Büchern, Lesungen und so weiter, alles abgesagt auf unbestimmte Zeit. Und dieses Nicht-Wissen, wann geht es weiter, das macht Angst, das macht besorgt sein und ja einfach auch mitzubekommen, dass Termine schon fürs nächste Jahr abgesagt werden. Das ist eine Katastrophe für viele. Und wenn man dann bedenkt, dass alles, was vorbereitet war, ist ja nicht einfach so verschiebbar auf den nächsten oder übernächsten Termin. Denn so ein Tourplan oder ein Theaterstück, das ist ja abhängig von, sind die anderen Künstler noch frei, sind die Techniker frei, wie soll das weitergehen? Und dann ist da natürlich auch ein ganz, ganz großes Unverständnis bei vielen Künstlern und Künstlerinnen, wenn sie jetzt sehen, dass eine Bahn, der Flieger, mit Hunderten von Menschen dicht gedrängt voll ist und ein Theater oder ein Club nur ein Bruchteil von den Plätzen, die da sind, belegen darf, wo das eigentlich gar nicht geht. Das ist der eine Teil. Dann gibt es noch einen anderen. Viele greifen nach einem Strohhalm, zum Beispiel Internet, die neuen Medien und versuchen dort auf sich und auf ihre Kunst aufmerksam zu machen, indem sie Wohnzimmerkonzerte geben, Lesungen aus dem Fenster machen, oder statt einen Film zu drehen, das Drehbuch lesen und Skizzen dazu machen und das veröffentlichen. Das ist so das eine. Und in diesem Zusammenhang kann ich natürlich auch sagen, so diese Serie, die wir jetzt gerade hier benennen, 7 Fragen an, Künstler fragen Künstler, ist ja auch aus dieser Situation geboren worden. Und was auch von einigen sehr deutlich zu spüren oder zu hören war, dass sie sagen, ich habe so eine Art Demut und
eine neue Form von Achtsamkeit, Empathie und Rücksicht erfahren im Freundeskreis, im Nachbarschaftskreis. Und das war ein Stück auch ja, Wohltun. Es ist toll zu sehen, wie mit der Ungewissheit und der Unsicherheit umgegangen werden kann, wie viele kreative Konzepte entstanden sind. Das merken wir hier in der Geschäftsstelle auch. Das ist wirklich toll. Ja, die nächste Frage jetzt an dich. Was machst du gerade oder woran arbeitest du gerade? Ganz konkret arbeite ich jetzt heute gerade noch an einer Radiosendung, nämlich Künstlerfragen, unsere Radiosendung vom Paul Klinger Künstler Sozialwerk. Und das andere, was aber ein Stück weiter ist, ich bereite gerade eine weitere Serie von Künstlerfragen, Künstler für das Künstler Sozialwerk vor. Es hat den Arbeitstitel Kunst gefragt und es berichtet dann, wenn wir das können, über fertige Projekte, über fertige Produktionen. Daneben sind wir natürlich auch in den Startlöchern, wenn alles wieder laufen darf, mit einem Künstlersalon. Aber auch da keine Ahnung wann. Ja, spannende Projekte stehen an. Ich sehe das schon. Was oder wie hat sich das künstlerische Arbeiten bei den meisten verändert? Kannst du da was zu sagen? Ja, also viele sind erstmal total auf Null gesetzt worden oder fühlten sich so wie nicht existent und mussten sich völlig neu orientieren. Dann haben einige die neuen Medien für sich entdeckt, wie ich vorhin schon so sagte, das Internet mit Wohnzimmerkonzerten und so weiter. Oder die haben auch so ein bisschen nach innen geschaut und überlegt, ist das, wie das bisher in meinem Geschäft gelaufen ist? Ist das so gut und so richtig? Also muss ich hinter jedem Termin herlaufen? Muss ich hinter jeder Anfrage sofort sagen, ja, ich mache das? Und da sind sicherlich einige auf die Idee gekommen, die in Zukunft kann oder muss ich da das eine oder andere langsamer angehen lassen? Was auch sich sicher verändert hat, ist die Art der Präsentation. Zum Beispiel ein Solokonzert vor einem leeren Saal, also ohne Publikum, was völlig ungewöhnlich ist. Oder eine Lesung, die auf der Bühne im Theater ohne Zuschauer per Livestream irgendwie gesendet wird. Das sind schon so neue Formen, die das künstlerische Arbeiten verändert haben. Was bedeutet das denn dann für die Künstler, keine Auftritte, Ausstellungen, keinen oder kaum Kontakt zu anderen Künstlern zu haben? Das ist ja auch eine ganz schwere Situation. Also zum einen ist da sicherlich der Verdienstausfall bis absolut keine einzige Einnahme mehr. Dann ist da sowas wie auch so ein Schaffensstau. Viele Ideen, die im Kopf sind oder die angefangen worden sind, die können nicht mehr weitergeführt werden. Das heißt, dadurch, dass kein Kontakt oder wenig Kontakt mit den anderen Künstlern da ist, ist ja auch weniger direkter Austausch da. Und der kann so einen Schaffensprozess enorm bremsen, denn so dieser Kontakt ist ja ziemlich wichtig. Und nur mit dem Telefon, nur per Skype oder Ähnliches, sich darauf zurückzuziehen, das reicht nicht wirklich. Ja. Und wenn in der Krisenzeit so alle Veranstaltungen abgesagt werden, dann müssen Kreative eben kreativ sein und zum Beispiel für Passanten spielen. Also das ist so auch eine leichte Veränderung dabei. Ja, die Kreativität der Kreativen, Gott sei Dank gibt es die und ja, bringt uns alle voran. Ja, das ist jetzt eine Frage, nicht nur an deinen Bericht, was du erfahren hast, sondern auch für dich selber. Was fehlt dir oder was fehlt den Künstlern? Was hast du festgestellt in dieser Zeit am meisten oder ganz besonders? Worunter leiden die am meisten und welchen Verlust? Also da ist sicherlich zum einen das Geld. Dann, das ist etwas, was ich sehr, sehr häufig gehört habe, ist, mir fehlt mein Publikum. Oder mir fehlt der Kontakt zu meinen Kollegen, zu den Chormitgliedern, zu den Bandmitgliedern. Ich fühle mich so ein Stück aus, ja, einfach in die Ecke gesetzt. Ich kann nicht das tun, was ich eigentlich tun möchte. Ganz wichtig ist sicherlich auch so, was sehr fehlt, ist der Kontakt zu den anderen Kollegen und der ganz persönliche Kontakt mit so einer herzlichen Umarmung oder bei einer Begegnung, wo man sich einfach arglos
in den Arm nehmen kann und ganz unbeschwert damit umgehen kann. Also so das Gemeinsamsein, das fehlt den anderen Künstlern, aber das fehlt mir natürlich genauso. Also da, das fehlt uns allen, glaube ich. Das ist wirklich das für viele das Schlimmste der Krise. Ja. Das denke ich auch. Ja, jetzt ein bisschen Perspektive nach vorne. Was ist dein Eindruck? Was wird sich geändert haben, wenn die Krise vorbei ist? Oh, ich glaube, das ist die schwierigste Frage, wenn ich das genau wüsste. Also vielleicht, das ist so ein Stückchen auch eine Hoffnung, vielleicht bleibt etwas von dieser Achtsamkeit, Bescheidenheit und von der, von dem Respekt, von der Wertschätzung von anderen. Vielleicht bleibt davon so ein bisschen über, was am Anfang ja sehr, sehr deutlich war, was jetzt so ein bisschen abhebt. Vielleicht kann sich das fortsetzen. Mhm. Und zum anderen werden sicherlich, und das ist dann so das Befürchtende, nicht alle Spielstätten oder alle Clubs oder Kinos, die werden überleben. Und was dann mit den Mitarbeitern und den vielen Freien passiert, ich weiß nicht. Da gibt es so eine pessimistische Seite in mir und eine, die so ein bisschen hoffnungsvoller ist. Und da gucke ich gerne hin, denn Künstler und so alle Kreativschaffenden, die sind ja gewohnt und ja, die sind gewohnt, immer wieder neu gefordert zu werden. Und in diesem neuen Gefordertsein ist meistens etwas drin, was neu kreiert werden kann, eben oft aus der Not heraus. Und darin sind wir Künstler Meister. Ich hoffe, dass wir das hinkriegen können. Lieber Peter, ich danke dir sehr für das Gespräch und deinen Perspektivenwechsel. Jetzt mal andersrum. Für mich auch was ganz Neues, eine neue Erfahrung, Fragen zu stellen in so einem Rahmen. Wir sind sehr gespannt auf die kommenden Gespräche, die du noch führen wirst zu diesem Thema und natürlich auf das neue Interviewformat Kunst gefragt. Wir freuen uns. Tschüss, lieber Peter. Danke und tschüss.